Werbung macht dich reich, Werbetexten macht dich reich, Schule aber nicht. Und darüber will ich mit dir sprechen und wie das geht, das schauen wir uns jetzt in diesem Video an, oder? Also, let's go! Ja, bisschen provokativer Titel, ich weiß, aber am Ende ist es tatsächlich so. Wer alles in der Schule war, ich auch, der hat vielleicht ab und an so dieses Fragezeichen, wofür habe ich das eigentlich gelernt? Ich spreche jetzt nicht so von den Grunddingen, so wie Lesen, Schreiben, Rechnen, dass man das beherrscht und auch eine ordentliche Rechtschreibung hat. Alles Haken dran, 100%. Aber warum muss ich bitteschön die ganze Zeit Gedichte interpretieren? Unter uns, ich war im Gedichte interpretieren, im Aufsätze schreiben etc. wirklich schlecht. Ich hatte immer nur eine 4 in Deutsch. Meine Deutschlehrerin fand mich jetzt auch nicht so wirklich sympathisch. Ich habe gesagt bekommen, ich sei verhaltensgestört und so weiter und so fort. Auf einmal, aber in der 10. Klasse, hatten wir eine Arbeit in Deutsch, die wir schrieben zum Thema Werbung. Und wir sollten eine Werbeanzeige analysieren. Ich weiß nicht ganz genau, es war eine Anzeige, ich glaube, von irgendeinem großen Kopierhersteller damals. Kopiergeräte gab es dann noch. Und wir sollten diese Werbeanzeige analysieren. Und auf einmal stellte ich fest, boah, das finde ich spannend, das liegt mir. Und in der Arbeit hatte ich eine 1. Das war die einzige 1 meines Lebens in Deutsch. Und ich war der Beste in der Klasse. Besser als auf einmal die ganzen Streber und Streberinnen, die wir so hatten, die in den Gedichtsanalysen und sonstigen Zeug immer so toll waren. Und ich verstehe das nicht, weil du damit schlichtweg, wenn du nicht gerade Deutschlehrerin oder Autor lyrischer Poesie und sonstiger Ergüsse werden willst, kannst du mit dem Zeug schlichtweg einfach mal nichts anfangen. Ich weiß, dass jetzt alle Leute, die Germanistik studieren, sonst wie irgendwie aufschreien. Meine Schwester hat auch, die ist Lehrerin, hat Germanistik studiert, alles cool. Für mich ist das nur nichts. Und meine Aussage ist die, damit verdienst du auch keine Kohle. Weil was lernst du denn in der Schule? In der Schule lernst du das hier. Wenn ich es irgendwie richtig erinnere, dann ist das eher so verstehensorientierte Beschäftigung. So nennt man das. Verstehensorientierte Beschäftigung mit lyrischen Texten. Was für eine Scheiße. Mit lyrischen Texten. Wofür denn bitteschön? Also mal ganz ehrlich, was habe ich denn davon, irgendein Gedicht zu analysieren, zu interpretieren und zu antizipieren, was der komische Autor, ob er Kant, Brecht, was weiß ich wie heißt, damit vorhatte oder nicht. Vielleicht hat er das auch im Suff abends geschrieben und lacht sich heute vom Himmel aus tot, da die ganzen Germanisten da irgendwas reininterpretieren. Das bringt doch nichts. Macht dich das wertvoll für die Wirtschaft? Nein. Verdienst du damit Geld? Nein. Warum also dieser Scheiß? Ich verstehe es nicht. Stattdessen würde ich sagen, es gibt eine Alternative. Und diese Alternative möchte ich dir hier gerne kurz nahebringen. Und diese Alternative heißt, mit Texten überzeugen. Texte zu formulieren, zu sprechen, zu schreiben, mit denen du überzeugst, mit denen du es schaffst, Achtung, spannend zu sein. Spannend sein für andere. Weil wenn du spannend bist, weißt du, was dann passiert? Dann schaffst du das hier. Du schaffst es, andere zu motivieren, das zu tun, was du willst. Klick hier, kauf da, handle jetzt, komm zu mir, buch das. Damit verdienst du Geld. Aber doch nicht hier mit verstehensorientierter Beschäftigung mit lyrischen Texten. Was für ein Käse. So, jetzt die Frage, wie geht denn das? Ich will mich ja nicht nur aufregen und irgendwelche Parolen von mir geben. Ich möchte auch ein bisschen Futter geben, okay? Ein bisschen Futter an die Sache geben. Und ich habe das für dich mal unterteilt. Möchte mit dir gerne mal die Herangehensweise analysieren. Eine Herangehensweise, wie du es schaffst, Texte zu schreiben, die spannend sind. Mit denen du es schaffst, einen Nutzen zu kommunizieren, der dazu führt, dass Menschen das machen, was du willst und der dazu führt, dass du Geld verdienst. Wenn du dich jetzt aufregst, weil ich mich über lyrische Texte aufrege, es gibt bestimmt tausende von YouTube-Channels, wo Gedichte interpretiert werden. Super, vielleicht gehst du dahin. Wenn du Geld verdienen willst, würde ich hier weiter zuschauen. Ne? So sieht es halt auch. Herangehensweise. Ich habe so eine kleine 3-Schritte-Formel für dich, die wirklich spannend ist. Wenn du Texte schreibst, und es geht jetzt darum, eine Dienstleistung oder ein Produkt so zu beschreiben,
dass es für andere spannend ist. Und dass du andere motivierst zu sagen, habe ich Bock drauf, will ich, brauche ich, gebe ich Geld für aus. Ich erkenne Wert, okay? Wie geht das? Erstens, stell erstmal für dich klar, wie ist der Umfang des Produktes oder der Dienstleistung, okay? Umfang des Produktes oder Dienstleistung, das du bewerben willst. Wie ist der Umfang? Keine Ahnung, was, wenn es ein Kurs ist, aus wie vielen Bestandteilen besteht der? Wenn es ein Koffer ist, welche Maße hat der? Wenn es ein Auto ist, wie groß, wie schwer, wie breit und so weiter. Was ist der Umfang sozusagen, okay? Zweitens, was ich mir auch angucke immer, wenn ich irgendwas bewerbe, ein Produkt, eine Dienstleistung, was auch immer, mal so ganz platt, aus welchem Material ist es? Beziehungsweise nicht nur Material, wie, das ist vielleicht auch eine Alternative, weil ein Videokurs oder ein digitales Produkt ist ja kein Material, eine Dienstleistung ist auch kein Material, kannst aber alternativ sagen, wie wird es dargereicht, beziehungsweise serviert? Also wenn du das kaufst, wie kriegst du das denn? Wie ist es denn? Einfach mal sammeln, Informationen sammeln dazu. Und dann das Dritte, und da fängt es dann an spannend zu werden, das ist ja alles nur Vorbereitung, da fängt es an spannend zu werden, welche Eigenschaften, machen es, und da schreibe ich mal eben in einer anderen Farbe weiter, neu. Welche Eigenschaften machen es anders, besser, als Wettbewerbsprodukte? Okay? Wettbewerbsprodukte. So, und wenn du das hast, wenn du das mal gesammelt hast, machst du danach das hier. Und jetzt wird es spannend. Das ist das, was dir keiner beibringt in der Schule, was ich echt schade finde. Denn im Werbetexten ist dein Job Doppelpunkt aus den Eigenschaften Benefits zu machen. Eigenschaften verwandeln in Benefits. Was sind Benefits? Benefits ist immer das hier. Das wirst du von mir kennen, oder? Das hier. Nutzen. Was ist Nutzen? Nutzen ist die Antwort auf die Frage, wie verbessert das mein Leben? Hat mir das irgendeiner in der Schule beigebracht? Nö. Haben mir das meine Lehrer irgendwie mal in einem Nebensatz gesagt? Nee. Warum nicht? Weil sie keine Ahnung davon haben. Weil sie sich den ganzen Tag nur in ihrer Soße beschäftigen und bewegen. Wenn du seit 20 Jahren Gedichte von Hermann Hesse oder sonst wem interpretierst, übrigens Hermann Hesse, cooler Typ, super Bücher, habe ich alle gelesen, dann hast du eine Denkweise. Und das ist eine Schachtel, eine Schublade. Und die hat, weißt du, die ist so groß, die hat hier irgendwie, weißt du, Ränder und das war es. Aber außerhalb der Schublade findet Denken nicht mehr statt. Das wirklich Spannende ist aber das hier. Wenn du analytisch in der Lage bist, erstmal zu sammeln, mein Produkt oder meine Dienstleistung, wie sieht es denn aus, welche Bestandteile, welches Material, welche Eigenschaften hat es, die es anders, besonders, neu, besser oder sonst wie machen. Das sind Eigenschaften. Und jetzt gilt es, diese Eigenschaften zu verwandeln in Benefits, in Nutzen. Mal Nutzenkommunikation beizubringen. Freunde, mit Nutzenkommunikation verdienst du Geld. Noch nicht mit irgendwas anderem. So, jetzt ist der Onkel natürlich hier schön am Reden. Soll ich mal ein paar Beispiele geben? Ich würde sagen, ja. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Wie schafft man es, Eigenschaften in Nutzen zu verwandeln? Ich gebe euch mal zwei Beispiele, okay? Mache ich mal in schwarz. Zwei Beispiele. Die Beispiele, warum zwei Stück? Jedes Beispiel gebe ich euch in zwei Varianten. Das ist jetzt Beispiel 1. Variante 1 ist die Durchschnittsvariante. Die sich für gut halten, die schreiben so. Okay? Nimm mal ein Beispiel, du willst einen Koffer bewerben. Ja? Ich habe das vorher aufgeschrieben, weil ich halt Beispiele für euch haben wollte. Ja? Ich habe es vorher aufgeschrieben. Sagen wir mal, unser Beispiel lautet, der handliche Koffer mit praktischen Seitentaschen. Zack. In Werbeagenturen lernst du es so. Im Marketingstudium lernst du es so.
Da sagt der Prof schon, ja toll, das haben sie gut auf den Punkt gebracht. Das ist eine schöne Überschrift für eine Anzeige, wo sie diesen Koffer bewerben wollen. Ich sage, völlige Scheiße. Das funktioniert so nicht. Das ist nur der erste Teil. Aber wo ist denn der Nutzen? Jetzt könnte sagen, ja, aber der Nutzen ist doch hier handlich und praktische Seitentaschen. Nein, das sind Eigenschaften, oder? Er ist handlich, ist das eine Eigenschaft? Ja. Er hat Seitentaschen, ist das eine Eigenschaft? Ja. Ist das ein Nutzen? Nö. Jetzt kommt der Nutzen-Turbo. Richtig gute Werbetexte. Und das ist das, wo du anfängst, Geld zu verdienen. Machen jetzt Folgendes. Die nehmen den Satz, sagen, okay, der handliche Koffer mit praktischen Seitentaschen. Und da hört aber der Satz nicht auf, sondern wir schreiben dann weiter, sodass, haben wir vorhin aufgeschrieben, sodass sie Socken und kleine Dinge immer sofort zur Hand haben. Verstehst du den Unterschied? Die meisten hören hier auf. Die sagen, okay, das ist ein cooler Werbetext, das ist ein cooler Headline, handliche Koffer mit praktischen Seitentaschen. Da sag ich, nee, Freunde, ihr habt das nicht kapiert. Die hören hier auf. Die sammeln das hier und hören bei den Eigenschaften auf. Die Magic passiert hier. Hier passiert die Magic. Das Ganze, da wird das Geld verdient, indem du Eigenschaften in Benefits verwandelst. Also habe ich genau das getan. Ich sage, okay, der handliche Koffer mit praktischen Seitentaschen, sodass sie Socken und kleine Dinge immer sofort zur Hand haben. Das ist ein Benefit, Freunde, oder? Damit verdienst du Geld. So geht es. Komm, ein Beispiel gebe ich euch noch, habe ich euch versprochen. Machen wir auch wieder in zwei Varianten. Erste Variante schlecht. Zweite Variante verdient Geld. Wie ist die erste Variante? Ich habe mich mal an Mercedes herangewagt und habe gesagt, habe ich aufgeschrieben, jetzt können Sie die neue A-Klasse, kannst du nicht lesen, aber ich sage ja, was ich schreibe, die neue A-Klasse sogar 48 Monate lang finanzieren. Sogar 48 hoppala, Monate lang finanzieren. Der Werbeprofessor würde sagen, ja toll, gut gemacht, Sie haben ein Magic Word, jetzt, Sie verwenden direkte Anrede, toll, 48 Monate finanzieren, auch attraktiv, hervorragend, eine 1. Wenn du diese Anzeige schaltet, funktioniert sie aber nicht. Das wird nicht funktionieren. Warum nicht? Weil es einfach platt ist. Wo ist der Benefit? Kein Benefit. Wenn du Geld verdienen willst, machst du genau das hier. Du hängst wieder den Nutzen dran. Indem ich sage, ich benutze den gleichen Satz, mache aber kein Ausrufezeichen am Ende, sondern mache einen Doppelpunkt am Ende. Ein Doppelpunkt bedeutet, geht weiter. Und jetzt gehe ich in die Benefit-Kommunikation und sage sowas wie, so haben Sie länger Zeit für die faire Finanzierung. Ist das nicht toll? Faire Finanzierung. Ich weiß, man kann es nicht lesen, aber deswegen sage ich es ja. Ne? Für die faire Finanzierung und Benefit zahlen weniger pro Monat. Ist das nicht großartig? Zack, sind wir in der Benefit-Kommunikation. Und zack, so wird Geld verdient. Das wollte ich euch einfach nur mal mitgeben. Deswegen, Werbung macht dich reich. Benefit-Kommunikation macht dich reich, wenn du das kapiert hast. Aber nicht komische... Du weißt, was ich meine. Verstehensorientierte Beschäftigung mit lyrischen Texten. Das kannst du machen, wenn du kein Geld verdienen willst. Wenn du Geld verdienen willst, lern sowas. Wo lernst du das? Hier bei uns. Ich habe so viele Videos hier schon gemacht zum Thema Werbetexten. Da würde ich mich echt intensiv mit beschäftigen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Ganzen nochmal bitte einen Daumen hoch. Hast du Fragen, hast du Anregungen, Kommentare? Hinterlass mir einen Kommentar, ich freue mich drauf. Und abonniere den Kanal. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und immer mehr Geschäft. Also mach's gut. Ciao, dein Pascal.